Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saksuro und das ist mein Wochenupdate aus dem Praktikum bei der Tageszeitung. Ja, fangen wir nochmal an. In dem letzten Video habe ich gesagt, dass ich am Sonntag bei einer Regionalausgabe die Fotografin vertrete. Und das habe ich auch getan. Ich war am Sonntag im Blumenthal. Blumenthal ist hier in Bremen so ein Vorort oder so ein Teil von Bremen. Und dort habe ich das Wettjes-Schloss. Da war quasi eine Buchlesung von Lady Shatterley. Lady Shatterley. Sagt mir persönlich gar nichts. Jetzt sagt es mir schon eher was. Kannte ich vorher gar nicht. Aber es war echt eine gute Lesung. Derjenige, der vorgelesen hat, hatte echt eine gute Stimme. Hat Spaß gemacht, da Fotos zu machen. Und ich habe eine kleine Privatführung bekommen durch dieses Schloss. Da wohnt nämlich ein Künstler drin, der in Bremen sehr bekannt ist. Der hat ein paar bekannte Gemälde gemacht. Ja, und da durfte ich quasi ein Atelier sehen und noch ein paar andere Sachen von ihm sehen. Das war ganz interessant. Also ich fand es einen tollen Einblick von dem Foto. Es kam auch ein Foto davon in die Zeitung, wo ich jetzt im Nachhinein sage, ein bisschen traurig bin über den Druck, weil das Foto sah im Druck dann anders aus. Also die Farben waren anders, aber okay. Kann man halt nichts machen. Kommen wir zum Montag. Da war noch mein einer Chef in Vietnam und der andere Chef war leider krank. Und ich habe am Montag nur telefoniert und E-Mails beantwortet. Das war eigentlich kein spannender Tag. Kommen wir zum Dienstag. Da habe ich einmal die Anfrage bekommen, ob ich am Mittwoch für einen Reporter quasi, ob ich da quasi Fotos machen kann, ob ich quasi mitkomme. Wir fahren dann wohin und ich bin dann quasi der Fotograf und er macht dann die Story und ich bin so, ja, kann ich machen, ich habe Zeit. Und das war, also diese Anfrage habe ich am Dienstag bekommen und zusätzlich habe ich am Dienstag dann von Thomas die Frage bekommen, ob ich abends eine Kirmes fotografieren kann. Gröpelinger Kirmes, glaube ich, hieß es, oder Frühjahrskirmes. Hat Spaß gemacht, wieder so ein bisschen Kirmes zu sehen. Bin da hingefahren, habe da die Fotos gemacht. Davon kam auch eins richtig groß, oben auf eine Seite. Da war ich ganz, ganz stolz drauf, so ein bisschen, dass mein Foto da so groß abgedruckt wurde. Es war jetzt nicht, ich glaube 20 Bilder oder so, oder ein paar Bilder habe ich abgegeben. Es war jetzt vielleicht nicht das spannendste Bild, was genommen wurde, aber vielleicht für die Zeitung eher das passendere. Aber ich hatte ein anderes Lieblingsbild, also das Bild wurde genommen. Und das ist mein Favoritenbild von mir persönlich, aber ja, ist ja ein Unterschied. Ist jetzt nicht für die Zeitung relevant, aber für eine Reportage wäre das vielleicht ein etwas besseres Bild gewesen. Mal gucken. So, dann kamen wir zum Mittwoch. Da war dann halt der Termin, dass es halt dann losging zum Wald. Nämlich sind wir in den Landkreis Diepholz gefahren. Da haben wir uns die Erdmannwälder angeschaut. Erdmann hat vor über 100 Jahren gelebt und hat sich mit der Thematik Wald beschäftigt, Wirtschaftswald. Wie kann man quasi Böden richtig machen, damit da besserer Wald wächst? Was muss man da beachten? Welche Bäume muss man pflanzen? Welche sind vielleicht zukunftsorientiert? Wie sollte so ein Wirtschaftswald aussehen? Verschiedene Höhen, also junge Bäume, alte Bäume gemischt, verschiedene Arten gemischt, also ein Mischwald. Das wurde alles thematisiert und da hatten wir halt jemand vom niedersächsischen Forstwirtschaft da hatten wir, eine Frau, die hat uns alles erklärt, ich habe da ein paar Fotos gemacht und ja, mein Kollege hat dann quasi alles notiert, aufgeschrieben und nach Fragen hat er danach gefragt und ich habe mich dann so für die Fotos gekümmert, und habe dann quasi schon mal als Übung für mich daraus eine kleine Reportage gemacht, hat eigentlich ganz gut geklappt und am Abend habe ich dann mit Andreas, meinem Kollegen hier, der auch quasi Fotostudent ist und der hier mit mir die Wohnung teilt. Wir haben abends dann die Bilder gemeinsam angeschaut und besprochen, welches vielleicht gut ist und was eher nicht so gut ist. Ja, dazu kommen ein paar Bilder, ich weiß noch nicht welche. Ich darf ein bisschen mitentscheiden, wurde mir gesagt. Ich darf, also meine Meinung fließt wohl mit ein, wenn es zeitlich passt. Aber die Bilder kommen kommenden Dienstag, nächste Woche Dienstag in der Zeitung. Zum Tag des Waldes oder so müsste das sein. Vorab schon mal hier Sneak Peeks der Bilder, aber dann demnächst in der Zeitung. Zum Donnerstag, da habe ich dann
da habe ich Andreas geholfen, ein paar Porträts von einer, nämlich von einer Kollegin zu machen, denn Kollegen dort aus der Zeitung, die in der Redaktion sind und Sachen, Texte schreiben, werden oft bei irgendwelchen Leserbriefen oder bei irgendwelchen Kommentaren oder so, gibt es ein kreisrundes Bild, wo in der Mitte halt der Kopf zu sehen ist, also quasi nur der Kopf, wo dann der Hintergrund ausgetauscht wird und dann wird es blau gemacht. Und für eine Kollegin haben wir so ein Porträt halt gemacht, nur Kopf, damit man den halt ausschneiden kann. Das machen wir nicht, wir haben halt nur das Bild für sie gemacht. Er hat ein Bild gemacht, ich habe ein Bild gemacht, einfach beide abgegeben, geguckt, kann dann sich jemand entscheiden, welches am Ende besser ist. Ist egal, solange eins genommen wird. Dann, als wir gerade damit fertig waren, habe ich einen Anruf bekommen, ob ich ein Bild machen könnte von einem Abriss, wo einer sehr alten, also so einer bekannten Gegend, alten Straße hier, die zwei ältesten Gebäude sollen abgerissen werden. Und da bin ich dann hingefahren, habe dann die Bilder gemacht, habe mit den Bauarbeitern gesprochen und die sagten halt, es wird halt aktuell noch nicht abgerissen, erst kommenden Montagabend kommt der Bagger und wird dann am Dienstag oder Mittwoch erst das Haus abreißen. Also jetzt standen die Häuser noch, es war zwar ein Zaun drum und das Dach war schon so ein bisschen weg, kann man glaube ich hier ganz gut sehen, aber mehr war noch nicht. Bilder wurden auch bis jetzt nicht genommen. Also naja, vielleicht ist es verschoben worden oder halt ohne Bild. Kommen wir zum Freitag, Donnerstagabend. Nach dem Abriss sind Andreas und ich nochmal durch die Stadt gegangen. Wir haben eine kleine Stadtbegehung gemacht, er hat mir noch so ein paar Sachen gezeigt und hat schon mal für ein anderes Fotoprojekt schon mal angefangen zu fotografieren. Dann hat er mir nochmal das Schnorrviertel richtig gezeigt und die Innenstadt. Dann abends habe ich noch den Jäger erreicht für eine Reportage-Story von mir. Und wir haben einen Termin ganz spontan gemacht für heute am Freitag. Ich nehme das heute am Freitag auf. Genau, und am Freitag heute habe ich mich dann mit dem Jäger getroffen als allererstes. Ich wollte ein paar Nutrias fotografieren für meine Nutria-Story. Und das hier sind ein paar Bilder, aber dazu gibt es dann später mehr, welches davon wohl die Reportage schafft und welches nicht. Das wird alles demnächst noch besprochen, aber ich habe heute schon mal die ersten Bilder gemacht und werde dann nächste Woche oder danach die Woche mich dann mit dem Jäger nochmal treffen. Dann kommt noch ein Volontär dazu, damit auch ein Text geschrieben wird und ich noch weitere Bilder machen kann. Genau. Nach dem Jägertreffen habe ich heute mich mit Christian getroffen, meinem Chef, und Andreas. Wir hatten dieses grüne Sofa-Gespräch, haben besprochen, wie unser Stand ist, was aktuell unsere Themen sind, ob wir Probleme haben oder nicht und was alles besprochen wurde. Genau, so ein bisschen Orga. Ja, und das war es eigentlich heute schon für den Freitag. Ja, und ich hatte halt die Woche noch so, das ist jetzt so zu meinem Praktikum, aber neben meinem Praktikum habe ich hier noch bei der Stadt Bremen nämlich gefragt, weil hier sind bald Wahlen im Mai und da habe ich gedacht, vielleicht kann ich ja Wahlhelfer sein, weil ich das schon seit ungefähr 6 Jahren oder so mache. Deswegen habe ich hier Wahlhelfer. Aber das Problem ist, eine Rückmeldung bekommen, weil also bei der Wahl an sich kann ich nicht direkt helfen. Ich darf nicht auszählen oder daran beteiligt sein, das auszuzählen, weil ich hier nicht meinen Wohnsitz habe. Aber ich kann eventuell andersweitig helfen und dazu habe ich dann wahrscheinlich nächste Woche ein Gespräch. Mal gucken, was sich da so ergibt, so als Randnotiz. Dann kam noch eine Frage unter dem letzten Video, ob ich während meines Praktikums hier noch Shootings mache, TFP-Shootings oder andere Shootings. Und ja, das werde ich noch machen. Zum Beispiel heute Abend, aber auch demnächst ein bisschen mehr, sobald es draußen wärmer wird und das Wetter besser wird, werde ich auf jeden Fall noch ein, zwei kleine TFP-Shootings oder so hier in der Gegend machen. Ich habe hier noch ein paar auf meiner Liste, die ich gerne fotografieren würde. Mal gucken, was so dann halt sich so ergibt. Ja, wenn irgendwelche Fragen noch zu meinem Praktikum oder zu mir als Person sind, immer in die Kommentare hauen. Bin sehr gespannt, ich lese die auch dann gerne hier vor und gebe auch gerne Antworten zu den jeweiligen Fragen. Verbesserungsvorschläge auch immer gerne her, sind immer gern gesehen. Und über ein Like oder so würde ich mich sehr freuen. Bis zur nächsten Woche. Tschüss!